Ja, Susi, danke für den Kaffee, ne? Also es war schön, wieder mit dir zu quatschen. Ja, Freunde, so, wir sind hier noch weiter am. Und ich dachte mal, ich schalte mal eben die Eule da weg. Moment. So, okay. Ja, Susi, du weißt Bescheid, ne? Also, wir sehen uns. Tschüss. So, aufladen. So, weiter. Boah, ich bin so konzentriert immer, wenn ich das mache. Ne? Ich sag da kaum was, ey. Ja. Unser erstes Fußballstadion. Bin gespannt. Bin echt gespannt.
Ja, so, Chefin, ich bin auf dem Weg, ja? Ich bin soweit fertig. Alles aufgeladen soweit? Wir haben hier ein schönes, sauberes Stück zum Abladen. Aber ich glaube, wir müssen mal reden. Mal reden? Ja, in einer ruhigen Minute. Ach, in einer ruhigen Minute. Ruhigen Minute. Ja, kann das daran gelingen, dass ich Eule gesagt habe? Nein, nein, nein. Ach, da sind sie doch schon. Gucken Sie mal, da hinten fährt er. Oh, ich muss bremsen. Oh mein Gott. Was für eine Anfahrt. Guckt euch das an, wie der in die Einfahrt crasht. Aber wir brauchen da noch irgendwo Erde, ne? Oder? Haben wir doch auch Auflieger. Ja, brauchen wir noch Erde? Ja, okay. Ja, ja. Ah, da. Okay. Alles gut. Hm. Ah, was sagen Sie, Herr Hoxton? Saubere Arbeit, Chefin. Super, sauber. Ne? Kein Fitzelchen mehr übergelassen. Saubere Arbeit. So. Haben Sie alles abladen? Mitgebracht? Perfekt, alles. Der Hoxton, perfekt. Können Sie einmal kurz Lieferung... ja, habe ich schon gemacht, Herr Hoxton. Sicher. Ah, die nächste Ladung hole ich dann ab. Ja. Und ich denke mal, es wird für die Zuschauer ein bisschen langatmig, Herr Hoxton. Ja, das glaube ich dann auch. Dann werden wir den Schritt mal dann beim nächsten Mal mit dem Verdichten und Rollrasen holen erstmal überspringen, ne? Ja, das denke ich auch. Wäre dann doch schon ziemlich langweilig. Ich meine, Sie wollten wissen, wie perfekt ich hier verdichte. Ja, das haben Sie jetzt gesehen und ja. Sie haben sie ja auch gesehen. Also Sie, die anderen haben sie ja auch gesehen. Von daher, ja. Ich habe eigentlich gedacht, wenn man hier so den Rollrasen abstellt und so. Habe ich eigentlich gedacht, dass man mehr davon sehen würde. Das ist einfach nur der Untergrund. Das hat ja mit dem Rollrasen nichts zu tun, oder? Oder wie sehen Sie das? Ja, müssen wir den Max mal fragen. Wenn der da mit seinem Rasenmäher drüber ist, das wird er uns erzählen können. Ich denke mal, das wird erstmal die natürliche Vermischung des Mutterbodens mit dem Rollrasen sein und da muss erstmal ansetzen, verstehen Sie? Ja, ich verstehe Sie. Also so hatte mir Max beim letzten Mal das erklärt, weil ich auch gefragt habe, ne? Man sieht ja gar nichts. Nee, das ist auch. Weil der ist bei unserem Nagelkurs mit dabei. Was ist denn dabei? Ja, der hat eine Umschulung angefangen. Er war ja Apothekergehilfe. Ja, jetzt hat er so gedacht, ne, Apothekergehilfe ist ja ganz schön und gut, aber weil wir jetzt hier so eine große Truppe sind im Ort, die Nägel gemacht haben wollen, hat er sich jetzt eine Weiterbildung zum Nagelspezialisten gemacht. Jetzt kann er die Nägel. Er macht auch Fußpflege medizinische. Da ist er jetzt auch sehr gut drin. Aber wie gesagt, sein zweiter Job ist halt hier den Rasen zu mähen und Ich bedanke mich jetzt schon für die Info, danke. Gut, dass ich das weiß. Vielleicht spricht er sie auch mal an. Das kann ja sein. Na, das glaube ich nicht. Wenn er bei Ihnen so einen borstigen Nagel sieht. Ja, man weiß es ja nicht, ne? Ja. Möglich ist ja alles. Ein bisschen borstig sind die ja sie auch nicht, ne? Die sind nicht nur borstig, die sind sogar brüchig. Nein, aber sie sind ein bisschen nichts. Borstig, ne, so. Ich bin borstig? Ein bisschen manchmal so. Ja, ist ja auch mein zweiter Vorname, so. Borstig, ne? Okay. Ja, war damals in der Mofa-Gruppe, da war riesig Borsti. Okay. Ja, ich weiß jetzt nicht, wo sie da rangekommen sind an den Namen. Tja. Na, sie wissen ja alles, das ist ja schlimm.
zweiten Mofa-Gruppe. So. Ja, ja. Verstehe. Ja, wir haben ja nochmal so eine. Die müssen wir nicht machen, ganz ne? Bestimmt, ja. Der Hoxton, ganz bestimmt. So eine Gang da gehabt. So, dann machen wir mal hier den Bereich frei. Und da waren wir, wir waren gefürchtet. Okay. Hey, die Bofis kommen wieder. Die Borstis. Warte, ich muss mich mal eben kurz sammeln. Ich würde sagen, dann hole ich die nächste Mal, ne? Ja, Moment. Haben wir erst 11 Minuten? Oh. Ja, das ist das Problem. Mhm. Ne? Dann gucken wir mal. Wir können ja anfangen. Was jetzt passiert? Klick. Ja, macht Klick und sieht genauso aus wie das andere auch. Also, ob nichts gemacht wurde. Klick, da ist es. Zack. Nüft. Schalung. Kommen die 8 Kilo Erde da rein. Das können wir ja mal machen. 8 Kilo. 8 Kubik. Ja, diesmal können sie das ja machen. Das ist ja rückwärts fahren, rückwärts. Rückwärts. Und das, was übrig bleibt, was wir zu viel haben eventuell, das können wir ja wieder, ja, das können wir ja dann wieder, das können glaube wir ja nicht, wieder, ne? Sie verstehen schon. Ich glaube es nicht. Ich glaube es nicht, dass wir das können. Ich schau mal eben was. Das ist jetzt Abschnitt 5. 6 ist Verdichten und Rollrasen. Und hast du nicht gesehen? Ja, und 7 ist Vorarbeiter absprechen. Das heißt also, du kannst alles reinkippen. Du kannst alles reinkippen. Ich will aber gar nicht alles reinkippen, Herr Hobson. Hau da alles rein. Ich will Ihnen zeigen, dass man auch schön akkurat 8 Kilo da reinhauen kann. Wie kommen Sie auf 8 Kilo? 8 Kubik. Ja, das sind doch keine 8 Kilo. Mann, wenn wir solche Leute wie Sie, wenn wir bei uns in der Mofa-Gruppe gehabt hätten. Ne? Warum geht er nicht hoch? Shift und Falter. Achso, das war das. Ich bin mal gespannt, ob Sie das genau hinkriegen. Das war schon? Komm, kipp da alles rein, mach den leer. Meinen Sie? Mach den leer. Kein Bock, was mitzunehmen. Wunderbar, ist leer. Sehr schön. Ja, bei mir ist er noch nicht leer. Jetzt ist er leer. Gut. So, mach mal frei da. Soll ich verdichten, ja, klar, oder was? Und ich hole dann nochmal das letzte Zeug und melde mich dann. Okay, dann wollen wir den Leuten noch nicht zeigen. Ja, aber ich melde mich dann unterwegs, oder? Ja, aber ich kann doch hier nicht wieder zeigen, wie man verdichtet. Ja, was wollen wir denn machen, Herr Hoxton? Wollen Sie jetzt ja, mit dem Max noch ein bisschen sich über Nägel unterhalten, oder was? Nee, ich mach das schon hier. Ich verdichte hier. Ich fahr mal zu. Ich mach schon. Bleiben Sie locker. Wie viel müssen wir denn da jetzt noch holen? Weil dann könnte man ja eventuell mal einen Abschnitt verdichten und viermal Rollrasen, zweimal Abwasserrohr und das war's schon. Okay, eine Ladung noch. Ja, das kriegen wir hin. Ich melde mich von unterwegs, ansonsten. Ja, ja, Chefin, ich verdichte hier, ich verdufte. Die verduften, alles klar. Bis gleich, Herr Hoxton. Ja, Chefin, tschüss.
Jetzt mach ich das kreuz und quer, Leute. Ich mach das kreuz und quer. Scheiße. Ich muss nur mal gucken, dass ich nicht über den Rand fahre. Sonst verdichte ich den Rand hier an. Es wird verdichtet, tut. Damit das schneller geht. Aber eigentlich brauchst du gar nicht lenken, das ist totaler Quatsch. Ist gerade so. Da war irgendwo noch ein grüner Fleck. Der grüne Fleck ist nicht. Okay, dann haben wir auch verdichtet. Naja, ich habe ja gedacht, man muss hier aufpassen, dass man nicht über den Rand fährt. Aber das ist Schnurz. Und rüber ballern hier. Scheiße. Schön drüber fahren. Scheiß drauf. Und dreht. Wieder rüber. Mein Gott. Wenn das einer sieht, ne? Ich denke eigentlich, wir besuffen. Echt jetzt. Der Mann hat keine Ahnung. Gott, hier rüber. Komm schon. Komm schon, komm schon, komm schon. Zack. Dann? Ich bin mal gespannt, wie Stadion Phoenix. Ja. Ja? Ich rede gerade mit der Susi über sie. Es ist echt lustig, was sie mir alles so erzählt, was sie getan haben. Ja, habe ich mir gedacht. Sie erklärt mir gerade ihre Borstigkeit. Meine Borstigkeit? Das ist schon sehr lustig. Ich habe übrigens die letzte Ladung hier gerade aufgenommen. Also hier den Rollrasen. Ja. Trinken Sie auch noch einen Kaffee mit der Susi? Nein, das wollte sie mit Ihnen machen. Sie hat gesagt, Sie haben so viel Kaffee-Intus. Das, naja, wir wissen schon. Naja, weil ich gerade so auf die Uhr schaue. Aber ich brauche keinen Kaffee mit der Susi trinken.
nicht. Ja. Nee, das brauche ich nicht. Ich will nur eben den Rollrasen hier noch. Huch. Sind Sie umgefallen oder was ist los? Ja, so fast. Den Rollrasen hier noch eben hinstellen, weil der muss ja hier vernünftig stehen, verstehen Sie? Ja, ich verstehe das verschieden. Das muss ja richtig stehen. So. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. So sieht's aus, Leute. Also ciao. Macht's gut, bis dann. Tschüss.